Moin, Kinners. Ja, ich bin immer noch hier dabei auf der nordfriesischen Marsch, die letzten beiden Obstkisten in den Hofladen zu laden. Und dann machen wir gleich munter, frisch und fröhlich weiter mit der nächsten Aufgabe. So, komm, eine Palette haben wir noch. Dann ist eben hier erstmal das Obst schön aufgefüllt. Und das Gemüse auch, selbstverständlich. So, dann stellen wir den erstmal wieder beiseite. Den könnte man eigentlich ja hier dazu stellen. Dann haben wir hier so eine Fahrzeuggarage. So, ausmachen. Jetzt brauchen wir... Ja, machen wir so. Den da. Wir haben gesagt, die Druckerei ist voll. Da müssen wir unbedingt hin und leerräumen. Also, auf zur Druckerei. Gucken wir mal, wie es da denn so dann auch mit Rohstoffen, also mit den Zulieferrohstoffen aussieht. Ob wir da vielleicht dann auch gleich was aus dem Lager mitnehmen müssen, um da wieder aufzufüllen. So, erstmal. Oh, Sasa. Langsam, langsam. So, hier rum einmal. Da, dann sind wir im Grunde ja schon da einmal links rum und da geradeaus sind wir schon bei der Druckerei. So, dann laden wir erstmal das ganze Zeug hier auf. So, Autoload habe ich schon mal angemacht. Dann nehmen wir schon mal die ersten Reihen hier weg. Ja, gut, er schiebt jetzt erstmal weiter. Gut, da warten wir. So, so, gut. Und jetzt aber. Kriegen wir das alles mit überhaupt? Wie viel Platz ist denn da noch? Ein bisschen Platz haben wir noch. So, doch, geht. Geht. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So. Aber wie gesagt, wir gucken gleich mal, wenn wir hier gedreht haben, wie es denn hier so aussieht. Da haben wir den Monitor hängen und... Ja, leere Paletten, Papierpaletten brauchen wir auf jeden Fall. Gut, weiß ich, was wir mitnehmen müssen. So. Dann müssen wir nur gucken, wo die Sachen abgelagert werden. Also ich würde mal vermuten, da wo auch die Leerpaletten und das ganze Zeug ist, weil das ist ja im Grunde Material. Vielleicht. Pum, 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 pum. So, einmal ausholen und also ich sehe hier auf jeden Fall sowas wie Holzkohle und solche Geschichten. Das heißt, wir gucken mal Z. Yep. Lag ich doch voll richtig mit meiner Vermutung. So. Auf dem Werksgelände auch mal die Rundumleuchten anmachen, damit die Leute sehen, dass hier gearbeitet wird.
So, dann brauchen wir, ja, ich würde sagen, fünfmal Leer, fünfmal Papier müsste reichen. Zeitung, Pellets, Holzscheit, Karton, Papier, 1, 2, 4, 5, okay. Und Leerpalette nehmen wir auch 5 Stück mit. Und dann geht das gleich da eben zur Druckerei wieder. Dann kann da schön weiter produziert werden, weil ich glaube, die Verpackung und Zeitung bringen auch ganz gutes Geld. Nicht hier rein. Hier müssen wir rein. Nicht aussteigen. So. Da machen wir ein Bild, genau. So, das haben wir und das haben wir. Ja, guck mal, da wird schon wieder produziert. Aber wir können ja doch mal ganz kurz einfach gucken, was Zeitung und Verpackung bringen würde. Das ist Papier. Wo haben wir das denn? Wo haben wir das? Ah, hier Zeitung und Verpackung. Guck mal, 2,4. Auch 2,4. Ist doch Wahnsinn. So, ja. Überlegen, was machen wir denn als nächstes? Was machen wir als nächstes? Die Felder sind halt alle im Wachstum. Mann, ist das doof alles hier. Was haben wir hier noch stehen? Ach, da steht noch ein Bucher da unten. Ja, genau, da haben wir ja für die Geschichten. Ja, klar. So, Holzindustrie. Nein, nicht Gewicht, Holzindustrie. Also, Hackschnitzel ist voll, das sehen wir. Wir gucken, wie sieht es hier mit dem Holz aus? 41, das ist nicht wirklich viel. So, Leerpaletten werden produziert, ist aber auch noch Platz. Hackschnitzel ist auch noch. Hier wird nicht produziert. Warum wird hier nicht produziert? Es fehlen Bretterpaletten. So was. Das heißt, wir müssen den da holen. Und müssen Bretterpaletten zur Holzscheitproduktion bringen. Es geht ja gar nicht, dass da gar nicht weiter produziert wird. Guck mal, wir haben ja hier schon wieder welche liegen, also kein Problem. So, ups, du auch. Dann gucken wir jetzt noch mal schnell. Genau, ich hatte doch mir hier so einen Kurs gebastelt. Wo habe ich den denn hingepackt? Irgendwas mit Baumstämme. Baum Umlauf. Sägewerk 2 Baumstämme.
Ja. Ja, das sieht gut aus. Da lassen wir den einmal losfahren. Ich meine, ich habe bei den Baumstämmen dann einen Parkpunkt gesetzt. Ja, das ist so ein kleiner Trickkurs. Ich lasse ihn jetzt einfach mal kurz fahren. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, dann erzähle ich, was ich da gemacht habe. Also der Kurs geht quasi eben zur Baumstammproduktion, hat da eine Parkposition. Da laden wir mit Autoload zwei Baumstammpaletten auf, lassen die aber dann gleich auf der Ladefläche abladen und machen die mit Spanngurten fest. Dann kann der weiterfahren. Der Kurs geht direkt über den Abladetrigger auf vom Sägewerk und fährt dann wieder zur Baumstammproduktion zurück. Das heißt, der lädt praktisch automatisch ab, weil er da drüber fährt, und so kriegen wir quasi die Baumstämme relativ automatisiert rüber zum Sägewerk. Und während der fährt, können wir ja schon mal hier durch den Wald rennen und gucken, ob denn auch wirklich welche schon produziert worden sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich war schon so lange nicht mehr hier oben. Das ist schlimm. So, auf jeden Fall ist das die Baumstammproduktion. Und da ist er, doch sind zwei. Also wir können zumindest eine Runde, ne, drei, also eine Runde können wir fahren. Wir haben aber auch kein Diesel mehr hier. Haben wir Diesel in der Raffinerie? Haben wir Diesel in der Raffinerie? So, das ist die Raffi. Ja, gut, ist ein bisschen was. So, dann kommt der hier zum Einsatz. Wir sind auf der Seite, da brauchen wir einmal das Dieselfässchen. Ach, der ist auch noch fast voll mit Treibstoff. Dann fährt der aber trotzdem zur Raffinerie. Dieselraffinerie Baumstämme. Nee. Na gut, dann fahren wir da selbst gleich. Aber wir machen erst die Geschichte hier. So. Ja, Motor aus. Das heißt, wir laden zweimal Baumstämme auf. Machen das mal weg. Wir laden die ab und machen die. Da geht er ganz schön in die Knie, der Kleine. So, und dann lassen wir den einfach mal losfahren und wir fahren selbst einmal zur Raffinerie und dann im Anschluss kann er ja mit dem Kurs. Hä? Wieso ist das? Wieso geht der Kurs über den Hof? Muss ich jetzt auch nicht kapieren. Was ist das für ein Kurs? Ach, der geht von hier. Nee, der geht da los, fährt oben rum und geht beim Hof vorbei. Und geht unten raus. Aha, dann können wir den doch nehmen, um zur Raffinerie zu fahren. Ja. Ich hoffe nur, dass ich bei der Raffinerie einen Parkpunkt gesetzt habe. Gut, dann fährst du einmal und wir gucken uns die Geschichte hier mal schnell zu Ende an, wie er jetzt da ablädt. Guck, er fährt jetzt hier rein, fährt über den Trigger, zack, zack, weg und kann wieder weiterfahren. Aber da wir oben noch nichts weiter haben, bleibt er eben erstmal hier stehen. So, dann. Ja, du wartest auf deinen Einsatz. Ich weiß es, ich weiß es. Aber sehe ich das richtig, dass das Feld hier in der ersten Wachstumsphase ist?
Das muss doch nochmal gedüngt werden, wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir. Ja, das muss gedüngt werden. Das heißt, wir könnten. Wieso fährst du nicht? Achso, du hast den falschen Arbeitsmodus. Ich sehe es. Ja, Transport. So, weiter geht's im Text. Düngen ist angesagt. Also Spritzchen ran und losgemacht. Gut, aber vorher auffüllen. So, komm, mach hinne. So, GPS machen wir schon mal an. Auch wenn das Feld klein ist, wir wollen ja akkurat und effektiv arbeiten und da ist es mit GPS immer am sinnvollsten. So, wenn wir hier vorbei sind, können wir aufklappen. Oh, nicht zu weit, nicht zu weit. So, an, Spritze an und los geht's. So, ne? Komm, schneller Tempomat rein und dann geht das ja relativ rucki-zucki. Na, ist doch mal schön, dass wir mal wieder ein bisschen Feldarbeit machen können. Das haben wir ja schon ewig nicht mehr gehabt. So, ich muss aber auch so ein bisschen gucken, dass das Dieselfass auch an der Raffinerie wirklich anhält. Aber nur sehen wir den irgendwo? Nicht wirklich. Na gut, und wenn dann nicht anhalten sollte, der ist ja trotzdem fast voll, das Fass, und dann geht das auch. Ja, auch wenn er dann oben bei den Baumstämmen ist. Irgendwo wird er anhalten mal. Davon könnte man ausgehen. So. Ich mache eben die Wenden hier auch mit GPS. Das heißt, man kann einfach mit Steuerungstaste und Pfeil links, Pfeil rechts, kann man die Wenden einläuten. Oder man klickt eben hier auf diese beiden rechts abbiegen, links abbiegen. Aber ich finde es mit den Tasten einfach einfacher. Einfach, einfach. So, und guck. Zack, einmal gedrückt und schon macht er die Wende und macht die nächste Bahn. Also das wird na klar auch irgendwas sein, dass wir uns mal demnächst eine größere Spritze kaufen werden. Weil 15 Meter ist schön und gut, aber irgendwann wird es dann doch zu wenig einfach. Aber wir werden hier auf jeden Fall bei dem Flüssigdünger bleiben und nicht auf normalen Mineraldünger umsteigen. Und vielleicht irgendwann mal dann mit Gülle oder Gärresten, vielleicht auch mal mit Mist düngen. Aber das kommt irgendwann mal. So, und ich habe irgendwie die Befürchtung, das werde ich jetzt auch mal, lass das jetzt mal hier kurz gut sein. Da machen wir morgen weiter. Ja, der hat na klar bei der Raffinerie nicht angehalten. Naja. Gut, ich lasse den jetzt auch erstmal hier stehen, weil wir für heute fertig sind.
Morgen um 15 Uhr geht es dann weiter hier auf der Nordfriesischen Marsch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.